Hallo Leute, in diesem Video wird es nochmal um diesen Step-Up-Wandler hier gehen, den ich jetzt etwas umgebaut habe, sodass der Step-Up und Step-Down kann. Wahrscheinlich fällt es euch auf, hier ist jetzt noch eine Wicklung auf der Spule drauf und wir haben hier die Dioden abgelötet, die gehen direkt an die Wicklung und die andere Seite ist auf Masse. Unser USB-Anschluss ist immer noch dran. Ja, unser MOSFET genauso, der ist immer noch da drunter. Sonst ist alles gleich geblieben. Also es kommt einfach hier noch eine Wicklung dazu. Die geht dann auf Masse. Also auf die Spule kommt noch eine dritte Wicklung. Die geht auf Masse und wird dann unser Ausgang. Hier wird das, hier geht die Verbindung also aufgetrennt. Dann kommt unsere dritte Wicklung hier hin und auf Masse. Unser Transistor hier über die LEDs geht, bleibt immer noch da. Ja, dann zeige ich euch das Ganze jetzt einmal. Gleich am Labornetzer. Ich habe das nämlich für den YouTuber Celestis so ein bisschen umgebaut, weil der hat ja Solarpanels, die eine Spannung von 4,5 bis 4,8 Volt liefern und er hätte gerne 5 Volt daraus. Da habe ich das dann so ein bisschen umgebaut, dass er dann zwei in Reihe machen kann. Dann hat er ungefähr 8, vielleicht 9 Volt, hat er 9 Volt. Und mit 9 Volt macht das Ganze dann schöne 5,2 Volt am Ausgang. Ja, dann zeige ich euch das Ganze jetzt einmal. So sieht das dann aus. Dann haben wir hier einmal unser Plus. Unser Plus geht hier dran. So, und unser Minus ist immer noch die Platine. Dafür nehmen wir uns einfach hier die Minusklemme und machen die hier einmal dran. Ich werde euch den Celestis nochmal unten in der Beschreibung verlinken und auch das Video, wo er das mit den Solarzellen gezeigt hat. So, ja, jetzt schließen, geben wir dem Ganzen einmal 5 Volt. Oh, ja, wir geben dem Ganzen jetzt mal 10 Volt. Es verbraucht 60 mA. Ich gehe mal auf 9 Volt, so ungefähr das. So, das sollte Celestis aus den Solarzellen rauskriegen. Dann verbraucht das 50 mA, ohne was zu tun. So, wir nehmen einmal hier unser Multimeter, gehen auf Spannungsmessung. So, nehmen uns einmal hier die beiden und gehen einmal an den Ausgang. Unser Ausgang ist hier und hier. Und jetzt versuchen, nichts kurz zu schließen. 5,2 Volt ist die Ausgangsspannung. Also der macht jetzt Step Down. Wir können jetzt auch nochmal mit der Spannung ein bisschen höher gehen. Auf 10 Volt. 10,2 Volt und Ausgangsspannung ist 5,23. Das heißt, die variiert so ein ganz kleines bisschen. Und das Ganze macht jetzt ein schönes Step-Down. Ja. Vielen Dank fürs Ansehen. Das war nur so ein kurzes Video, um zu zeigen, was mit dieser einfachen Schaltung möglich ist. Einen Schaltplan gibt es dann im nächsten Video. Und im nächsten Video werde ich auch den Kopfhörerverstärker bauen. Es hat sich jemand in dem Video, wo ich gefragt habe, was ihr gerne mal sehen wollt, einen Kopfhörerverstärker gewünscht. Und da ich noch eine Packung von diesen 2N2219A Transistoren gefunden habe, werde ich einen kleinen Kopfhörerverstärker bauen, den man dann zwischen Handy und Kopfhörer zwischenschalten kann. Ich zeige euch mal kurz die Transistoren. Das sind diese hier im Metallgehäuse, 2N2219A. Das ist jetzt einer, wo ich die Pinne schon ein bisschen gekürzt habe. Davon brauchen wir 2 oder 3 Stück, da das Ganze halt Stereo-Sound sein soll, weil Kopfhörer Mono ist ziemlich blöd. Und ja, das kann man dann einfach zwischen Handy und Kopfhörer anschließen. Und das kriegt auch Akkus, 2 NIMH-Akkus. Batteriefach kommt noch. Also ich warte noch auf Batteriefächer, damit ich das soweit aufbauen kann. Ich habe irgendwo noch eins rumliegen, dann würde ich das suchen und das dann einmal im nächsten Video aufbauen. Ja, wir benutzen diese Transistoren dafür. Und ja, ich hoffe, das wird euch dann ziemlich gut gefallen. Die Ladeschaltung, die werden wir dann für die Akkus auch direkt einbauen. Das heißt, das hat nur noch einen Micro-USB-Anschluss und dann könnt ihr das überall hin mitnehmen. Und vielleicht kriegt das auch noch Bluetooth eingebaut, wenn ich noch irgendwo so einen Bluetooth-Empfänger rumliegen finde. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann oder zu irgendwas anderem, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde die dann versuchen zu beantworten.